So, meine Damen und Herren, heute Bob & B im Mauclub in Rostock. Ich glaube, seit 100 Jahren das erste Mal, dass wir wieder in Rostock sind. Backstage-Bereich. Kitty, der sich etwas Lustiges zum Spielen bastelt. Sehr schön. Weihnachtszeit, schön sein. Sehr, sehr schön. Vitamine, ist wichtig, wenn man auf Tour ist. Ne? Lecker. Und der kleine Mike, der mit seiner Allerliebsten wahrscheinlich telefoniert. Gehe ich jetzt mal davon aus. Nein, tatsächlich nicht. Er telefoniert gerade mit seinem... Liebsten? Mit seinem Liebsten. Mit seiner Vertretung, der sicher den Job in Hildesheim macht. Ah, okay, alles klar. Mike hat auch noch Jobs in Hildesheim. Wir sehen hier Backstage-typisch die üblichen Aufkleber. Bottrops waren auch schon da. Sonderschule trifft man auch immer wieder. Urboten, auch nichts Neues. Ach, ist auch immer dasselbe. Bob & B, auch immer da. Ist ja voll ätzend. Aber ganz toll, stehe ich persönlich immer drauf. Unser Freund Pensen mit guterporno.de. Immer wieder gerne gesehen. Anscheinend hat er neue Aufkleber. Pensen, alter Kerl. Geil. Fett geil. Und hier lecker Backstage. Boah, das sieht schon gefährlich aus. Ist wirklich extrem lecker. So, die anderen Jungs machen gerade mit TV Rostock ein kleines Interview. Ich guck mal, ob ich da vielleicht mal hingehen kann. Obwohl auf der anderen Seite, wisst ihr was, das vergessen wir einfach, weil bis ich da vorne bin, interessiert das keinen mehr. Aber die haben hier die Backstage-Bereich total nett geschmückt. Guckt doch mal hier. Sehr weihnachtlich ist das nicht. Wunderschönst. Was ist das eigentlich für eine Gestalt hier? Tut sich ja wieder irgendein Fußballtrainer von Hansa Rostock. Schauen wir mal, wie der Abend wird. Ich meine, Rostock, ich gebe es ehrlich zu, hier der Mauclub, wisst ihr Bescheid, wo wir heute sind.